Zeit habt, alle hier Backstage bei Wheel of MMA 48 live aus Saarbrücken. Und neben mir steht Eugen Dell, der seinen Kampf vorzeitig gewonnen hat. Eugen, gib uns deine Gedanken zum Kampf. Ja, ging alles sehr schnell. Hallo erstmal. Ging ziemlich schnell. Erste Runde, TKO, ja, durch gute Low-Low-Kicks. Fühlt es sich überhaupt an, gekämpft zu haben? Jetzt gerade nicht. Also ich bin wie vor dem Kampf. Ja. Und war das dein Gameplan? Hast du dir vielleicht gedacht, dass er anfällig ist für Low-Kicks? Wie kam das? Nee, gab keinen Gameplan. Mein Trainer sagt immer, der Krieg gibt dir den Plan. So hat er es den Plan gegeben. So ist es dann geworden. Eigentlich wollte ich 2x5 Minuten durchkämpfen. Ja. Und dein Trainer hat es gesehen. Wie zufrieden bist du mit seiner Leistung? Ja, perfekt, alles optimal gelaufen. Also er ist auch, als er ihn getroffen hat und als er gemerkt hat, die Low-Kicks schmecken dem, genauso ruhig geblieben und hat das einfach weitergemacht und easy gefinished. Also optimaler geht's nicht. Wir wissen, ihr habt ein sehr starkes Team bei Integra Wittlich. Wie gut war die Vorbereitung für diesen Kampf? Gib mir einen kurzen Einblick in deine Vorbereitung. Sehr gut. Also ich habe mich sehr gut vorbereitet. Dank Marius Schäfer und Michael Ovsianikow. Gutes Team, haben mich immer vorangetrieben. Bis zum Letzten. Immer mit mir alles gemacht. Komplett. Und nach dem Kampf hast du etwas wirklich Interessantes gesagt und du hast gesagt, ich möchte den Titelkampf hier im Leichtgewicht. Gib uns deine Gedanken für einen möglichen Titelkampf. Ja, ich würde gerne direkt um den Titel kämpfen. Bei der nächsten Wheel of MMA natürlich. Oder ja, am besten. Fit bin ich und habe jetzt alle die letzten 3 Kämpfe gewonnen. Ja, würde gerne um den Titel kämpfen. Und wie stehen deine Chancen gegen den Champion Cam Guy Berghoff? Ehrlich gesagt kenne ich den nicht. Das ist der. Ich will nur den Gürtel. Du willst nur den Gürtel, der Gegner ist dir in dem Fall egal. Egal. Und was sagst du dazu, dass du jetzt nicht unbedingt in den Rankings bist? Sagst du zu den anderen Leichtgewichten, du bist der Mann hier in der 1 auf Wheel of MMA, der sich den Titelkampf verdient hat? Ja. Ja. In den Rankings fällt jeder genauso um wie jeder, wie die Leute, die nicht in den Rankings sind. Wenn sie mit dem Kämpfen ist, so. Rankings hin oder her. Dreimal hintereinander gewonnen, dreimal hintereinander frühzeitig. Dann hoffen wir mal, dass du den nächsten Titelkampf bekommst. Ich freue mich schon sehr drauf. Vielen Dank für das Interview.